10 Jahre Hartz IV. Herzlichen Glückwunsch. Kann man da nur einigen zurufen. Da sind ja auch einige von Anfang an mit dabei gewesen. Ne? Glückwunsch. Ne? Jetzt mal. Aber unter uns Hartz IV, ich meine, für mich wäre es nichts. Nee, also könnte ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Schaffe ich überhaupt nicht. Ja? Und was mich am meisten stört, ist, dass es ja auch so negativ gesehen wird. Hartz IV. Ja? Man muss es doch auch mal positiv sehen. Ja? Man muss mal sagen, liebe Leute, ja? Morgens um 11 mit fettigen Haaren am Kiosk stehen, mit einer Flasche Bier in der Hand, ja? Das ist doch keine Schande mehr heutzutage. Ja? Das ist doch gutes deutsches Stadtbild. Das ist doch Folklore, das hat ja schon Tradition. Ne? Warum nachts nicht auch mal auf dem Abluftschacht von C&A übernachten? Das macht doch den anderen Hoffnung, wenn sie morgens vorbeilaufen und sehen, guck mal, anderen geht's ja noch schlechter. Ja, da lasse ich mich doch locker für 8,50 Euro die Stunde im Friseurhandwerk ausbeuten. Ne? Und dann nehmen wir wieder die Nörgler. Ja, und die Schwarzseher, die sagen, ja, man sieht immer mehr ältere Menschen, die in den Fußgängerzonen im Müll wühlen, ne? Die in Armut versinken. Da kann ich nur sagen, Leute, das ist doch ein Zeichen des sozialen Ausgleichs. Ne? Dass die Jungen so viel saufen, dass die Alten vom Flaschenpfand noch leben können. Ne? Ja, also, Glückwunsch. Ja, dann immer wieder diese Klagen. Ne? Ich meine jetzt mal ganz unter uns. Ne? Ich meine Reichtum. Ne? Das ist doch auch kein Zuckerschlecken. Ne? Das musst du auch können. Ne? Das musst du auch verarbeiten können. Das musst du geistig erstmal. Ja, ich bin ja auch nicht einfach so. Ja, ich habe es ja geerbt. Ne? Ich bin ja unverschuldet zu Reichtum gekommen zum Beispiel. Ne? Das ist auch nicht einfach. Ne? Du musst auch weiter dran arbeiten. Ich stehe jeden Morgen auf. In der Früh um 10, ja, stehe ich auch, ja, und dann mache ich 2 Stunden Sport, da kommt der Bohle, der knetet mich durch, ja, das macht er für 10 Euro die Stunde, schwarz, das gebe ich ihm so auf die Hand, da freut sich der Bohle, du, ja, danach Frühstück, ja, dann gehe ich zum Golfen, ja, nicht so lang, vielleicht 1,5 Stündchen, ja, weil ich muss ja noch in die Firma, ich muss ja gucken, ob alles läuft, ja, die müssen immer wissen, der Chef ist da, ja, der guckt und sieht, was los ist, ja, ja, und abends muss ich dann gucken, dass ich wieder runterkomme, ja, bei so einem Leben, da bist du ruckzuck dem Burnout ausgeliefert, Leute. Viele haben sich auch in der Armut eingerichtet. Ja? Schau mal, wer sich da unten rumtreibt, wer sich da rauchend und saufend auf dem Sofa flätzt. Ja? Die Frau schlagend, die Kinder vernachlässigend, ja? Den ganzen RTL klotzen. Ich könnte es nicht, ja? Das würde ich nicht schaffen. Ja? Wobei, man muss ja auch sehen, Armut hat ja auch bedingt schöne Seiten, ne? Muss man sehen. Und dann morgens auf den Konto auszugucken und sehen, es ist nichts drauf. Das ist doch auch ein befreiendes Gefühl. Du weißt, du kannst nichts verlieren. Ja, gerade diese Hartz-IV-Debatte und die Armutsdebatte wird ja völlig falsch geführt. Viel zu sehr mit Blick auf das rein Materielle, auf das Monetäre. Gerade die da unten, die nichts haben, viel zu sehr mit dem Blick auf das Monetäre. Die haben sich ja da geistig völlig verrannt, immer nur auf das Geld zu gucken. Ich habe mich völlig befreit zum Beispiel vom Materiellen. Ich zahle nur noch mit Karte. Viele sind ja nur arm, habe ich das Gefühl, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, oder? Das muss man doch auch mal sagen. Ich sag immer, Leute, ja, jetzt gebt euch doch halt mal auch zufrieden mit Hartz IV. Ja, Schweigegeld, haltet die Klappe, zieht euch zurück vom Fernseher, ja, und geht uns nicht die ganze Zeit auf die Eier. Ja, holt eure Fressi-Fressi bei der Tafel ab. Ja. Man muss doch die Armut nicht so vor sich hertragen. In jedem Hauseingang lauert da inzwischen einer, ja, lungert rum mit den ganzen Pfandflaschen, Wägen kommen sie da durch die Straßen gelaufen. Man muss die Armut doch nicht vor sich hertragen. Sie wollen doch auch am Ende nur unsere Regierung schaden mit ihrer Armut, damit man nicht das Gefühl hat, es ist alles gut. Ja. Dabei ist doch alles gut. Ja? Die sollen sich letztendlich auf RTL zurückziehen und gucken, wie sie von ihresgleichen vorgeführt werden, wie asozial sie am Ende sind. Ja? Was ist denn da? Adipöser Pöbel, ja, mit dem geistigen Niveau einer Küchenschabe, das klingt im ersten Moment mal hart, ja, aber ist es halt auch. Ich habe das Gefühl, da wollen viele auch gar nicht raus aus dem Milieu. Was habe ich nicht schon jetzt mal unter uns gemacht? Was war ich nicht schon auf Wohltätigkeitsveranstaltungen von Lions Club, von den Rotari, ja, bei der Erhoben? Ich war schon bei der Erhoben. Bei der Erhoben muss ja dankbar sein, dass es Krankheit und Armut gibt, damit sie überhaupt die Wohltätigkeit machen kann. Ja, was haben wir nicht schon gesammelt, auch von der FDP, wir haben doch schon gesammelt. Ja, was habe ich schon Scampis gefressen auf irgendwelchen Wohltätigkeitsveranstaltungen für einen guten Zweck, um was hat's genutzt? Ja, nix, nix.
Shampoos habe ich gesoffen und ich vertrage ihn wirklich nicht. Ich habe pro Flasche 1 Euro, ging dafür afrikanische Waisenkinder, denen haben wir da eine Schönheits-OP in der Tschechei bezahlt. Ja. Was habe ich Shampoos gesoffen? Für einen guten Zweck, ja, und auch, was soll ich sagen, außer Sodbrennen ist doch nichts gewesen. Unter uns, wir sind die Elite. Und wir haben gewonnen. Das müssen Sie halt auch akzeptieren. Ja, gerade Sie, die Sie glauben, dass Sie hier die Guten sind. Ja, ich meine, das sind doch Werte aus der Vergangenheit. Solidargemeinschaft, ja, Demokratie, ja, Arbeit für alle. Das ist doch genau das ganze Zeug, was uns in den Abgrund geritten hat am Ende. Ja. Wir müssen uns davon verabschieden. Ja. Kein Mensch braucht Sie mehr. Sie sind völlig überflüssig. Ja. Ich sage Ihnen was, Sie sind mir scheißegal. Ich lasse inzwischen mein Geld für mich arbeiten. Und das macht es weltweit. Ja. Da brauche ich Sie doch nicht mehr dafür. Ja. Demokratie ist eine vergangene Lebensform. Ja. Wir brauchen die marktkonforme Demokratie. Ja. Und demokratisch verschleppte Meinungsbildung ist doch Gift für die Wirtschaft. Ja. Und das müssen auch Sie einfach mal akzeptieren. Ich meine, die entscheidende Frage heute muss doch lauten, Hartz IV, Arme, Alte, Ausländer, ist das rentabel oder kann das weg? Das ist die entscheidende Frage und die müssen wir uns stellen, weil sonst dieses ganze Kartenhausgesellschaft in sich zusammenbrechen wird, weil die Kluft zwischen Arm und Reich einfach unüberbrückbar groß sein wird. Die Menschen unten werden irgendwann kapieren, dass die Leistung halt doch nicht mehr lohnt und dass die Würde des Menschen vom Geldbeutel abhängt. Und wenn dann das ganze Pulverfass in der Ukraine auch noch explodiert, weil die Gier nach Rohstoffen zu groß wird und weil die Schuldenblase im Westen riesig ist und weil ein Größenwahnsinniger in Russland an der Regierung sitzt, wissen Sie was, mir ist das egal. Ganz ehrlich, ich habe doch das Flugticket längst gebucht. Ich habe doch auf den Cayman Islands nicht nur ein Schließfach, sondern auch ein Apartment. Und da fliege ich hin, während Sie sich hier die Köpfe einschlagen. Dann nehme ich den Bullen mit, der kann mich jeden Morgen massieren. Und dann bleibe ich ein paar Jahre in der Sonne, bis das Ganze hier in Schutt und Asche liegt. Und dann komme ich zurück. Wissen Sie was? Dann baue ich wieder auf. Oder ich lasse dann wieder aufbauen, weil so rentiert sich's am meisten. Ne? Und Sie, die hier bleiben müssen, Ihnen kann man nur zu 10 Jahre Hartz IV gratulieren und am Ende sagen, doi, doi, doi.